Ein herzliches Willkommen und Hallo zu, ja, der Top-Liste der schlimmsten Dungeon. Wir sind hier gerade, ich weiß nicht, auf Platz 2, auf Platz 3, auf Platz 3. Wir suchen hier gerade wunderschöne Sachen in diesem wunderschönen Höhle, wo wir nicht wissen genau, was los ist, außer, doch eins wissen wir, dass wir keine Ahnung haben, was hier los ist. Wir wurden hier gefangen genommen, so wie es aussieht, in irgendeine Falle gelockt, von wem wissen wir natürlich nicht, und sind hier nun, hoffentlich bald durch und kommen hier wieder raus. Wir haben immer noch nichts zu essen bekommen. Das ist das Allerschlimmste natürlich für Reed. Und müssen hier die ganze Zeit Enten suchen. Und das achtmal. Also Leute, dreimal. Dreimal ist auch die magische Zahl im Videospiel. Wer ist drauf gekommen, dass drei nicht mehr cool ist? Sagt es mir doch bitte. Und wieso Mary so viel SP? Und wieso setzt sie sich nicht vernünftig ein? Naja, Leute. Die Ramming Encounters stören mich ja eigentlich gar nicht mal so sehr. Die sind ja alle ganz akzeptabel. Macht die eher alle blott. Aber diese fiesen Gegner, wenn man immer den falschen Weg geht, die nerven mich so, dieser riesige Roboter immer. Nun gut, Leute, wir haben beim letzten Mal die ersten vier Areas geschafft. Vier Areas warten wahrscheinlich noch auf uns. Ich glaube, ja, Area 4 müssen wir jetzt sein. Und wir dürfen keine Sachen in diesem Dungeon anklicken. Das tut nämlich weh. Oh. Ah, geil. Okay, wenn wir jetzt irgendwas anderes anklicken, dann müssen wir wieder kämpfen. Aber das Bett, das sieht so nett aus. Kann ich mich da nicht hinlegen? Alter, ich wollte mich nur im Spiegel betrachten. Ist das ein Verbrechen, Mann? Ich bin Reed, ich bin sexy, Mann. Lass mich doch in Ruhe, Mann. Was hatte ich zusammen, Mann? Also echt schön, Mann, die Spiegeleffekte. Haben immer noch viele Spiele heute nicht. So, okay, Leute, Ebene 4, Mann. Und geschafft, Mann. Das ging jetzt eigentlich ganz gut, Mann. So, Spielzeugente hat es aktiviert und jetzt geht's Waffe um. Bam. Und weiter. Ebene 3. Aber muss ich sagen, ich habe so das Gefühl, also die an sich Random Encounter Quote hat man hier deutlich runtergeschraubt als im letzten Dungeon, Mann. Was gut ist, weil sonst kann man sich wirklich aufhängen. Ah, lustig. Ah, Förderbänder. Das heißt, wenn wir irgendwie den falschen Weg gehen, landen wir auf dem Förderband und landen gleich wieder am Anfang. Also nicht so, dass die Random Encounter Quote gering ist. Aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Geringer. Es ist nicht so, dass ich nicht trotzdem wie ein Punching Ball durch die Gegend gehauen werde, so wie ich das mag. Scheiß drauf, ich hab meinen Soul Eater, Mann. So, wieder ein Anime, der heißt auch Soul Eater. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Mann, ich muss jetzt hier mal loben, was erwähnen, Mann. Und zwar, Dungeon Designs ist immer eine der Schwächen in Tales-Spielen, Mann. Egal wie cool ein Xidia, ein Bizarro ist, neue Tales-Spiele haben im Endeffekt wirklich Dungeon. Dort ist der Eingang, dann gehst, dann kommt in der Mitte irgendwie ein Zwischenboss und ja, dann hast du zwei, drei Cutscenes und dann ist der Dungeon vorbei. Und so, und dann hast du, na, dann gehst du nochmal weiter und dann ist der Endboss und dann ist der Dungeon vorbei. Und so sind eigentlich im Endeffekt alle Tales Dungeon. Und ich finde, man muss hier echt sagen, und ich finde, man hat sich hier deutlich mehr Mühe gegeben. Also, auch wenn man sich natürlich streiten kann, wie schön das hier ist, dieser Dungeon. Es ist echt eine schöne Idee, was man hier versucht hat zu machen. Oh nein, umzingelt man. Da müssen wir uns erstmal mit dem kommen. Diese Rosanen, die sind so schnell, Mann. Bin schon da. Ich mach das schon. Geh nicht weinen. Aber futter mal Apfelgel. Bin schon da. Ich mag das, geschlagen zu werden. Genau, dann kannst du deine schöne Magie raushauen. Und die macht immer einen Schaden. Also ganz ehrlich, Mann, also alle Dungeons haben immer so einen kleinen Kniff, Mann. Und besonders halt die neuen Tales haben im Endeffekt ja keine Rätsel. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, es heißt nicht unbedingt, dass die Rätsel immer gut sind. Das schönste Tales Dungeon Design, muss ich echt sagen, hatte Symphonia oder Hearts. Die hatten beide echt ein schönes Design. Hearts hatte zwar immer sehr kleine Dungeons, aber sie haben halt einfach gut unterhalten. So, jetzt gehe ich da lang. Dann lande ich wieder da. Das war mir eigentlich klar. Dann gehe ich da lang. Okay, warte. Kann ich die Start jetzt da hinstellen? Ah, ich musste X gedrückt halten, ne? Toll. Schiebe Rätsel in 2D spielen. Großartig. In ISO-Perspektive wohlgemerkt. So. Okay, jetzt hat sich nämlich das Band irgendwo geändert. Warte, das... Ja, genau, das wollte ich machen, Reed. Kriegst du wieder ein Denk-Oscar. Das wollte ich auch genauso machen, Reed. Versuch dir nämlich dahin zu schieben, dass er aufs Band geht, aber ich glaube, das geht nicht.
es muss gehen. Ich muss sie nur gerade eigentlich hinschieben. Wartet. Alter. Reed, irgendwann hau ich dir eine rein, Mann. Virtuell. Nein, nicht virtuell. Irgendwann finde ich dich im echten Leben und hau dir eine rein. Das ist so ein geiler Scheiß, Mann. Also Leute, das ist... Wer sich das ausgedacht hat, Mann, in dem Spiel, Mann, dass man Sachen bewegen kann, der kriegt wirklich keinen Videospielpreis für das beste Spiel, Mann. Also ich muss dahinter an diese Dreckstür. So, okay, der war gut. Und ich muss den da jetzt einfach nur darüber rutschen. Und nicht in die Tür rein. Wieso hast du mich eigentlich, Reed? Sei doch nicht so ein dummer Depp, Mann. Verstehe ich auch nicht, wartet. Hä? Stell ich den dann überhaupt auf den Schalter? Wenn ich den Raum verlasse, einfach weg ist. Sehr lustig. Leute, es ist so hart unlustig, Mann, diese Schieberiesel in diesem Spiel, Mann, weil das einfach nicht vernünftig funktioniert, Mann. Ich stehe jetzt neben ihm. Okay, ich drücke X. Dann schiebe ich ihn. Er geht nach unten. So, jetzt steht er eigentlich drauf, aber er steht auch gleichzeitig nicht drauf. Man sieht auch so schlecht, ob der Schalter gedrückt ist oder nicht. Okay, aber er steht. Das ist okay. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass auf der anderen Seite, da war ja auch so ein lustiges Band. Zum Glück waren da keine Random Counters, dass das hier weitergeht. Genau. Das ist sehr schön. Alter, Reed, irgendwann hau ich dir in deine dumme Gosche rein, Mann. Ich weiß nicht, ich habe immer vorgedrückt, Mann. Er ist einfach nicht vorgegangen. So. So. Gut. Boah. Kann ich nochmal gegen Gnome kämpfen? Und gegen Sylph und gegen Ifrit und das gleichzeitig? Ich weiß nicht, das macht ungefähr genauso viel Spaß. Komm. Ja. Und man sieht, dass sich's geändert hat, das heißt, wir haben es richtig gemacht. So, jetzt müssen wir da nämlich rüber. Ist das immer noch nicht weg? Okay, passt. Bam! Und da kamen wir, okay. Jo, jo, jo. Puh, okay, gut. Leute, Mann, wir schaffen das in diesem Part rauszukommen hier, Mann. Also ganz herzlich, Mann, ich fand das so schön, als wir jetzt hier das Ende hier von Inferno, Mann. Das war richtig cool und spannend und wir hatten immer wieder neue Sachen, Mann, und neue Charaktere und Wendungen, Mann, und dann die Ankunft hier in der Stadt Imen und generell in Celeste war echt cool, Mann. Aber seitdem wir aus Imen raus sind, haben wir immer nur noch, geh zum Dungeon hin, mach was, geh weiter, nächster Dungeon, Mann. Das ist so das, was Tales of Graces kaputt gemacht hat, Mann. Wo man auch am Ende nur noch einfach Dungeon gegrindet hatte. So, oh, er rubbelt sich wieder die Nase, Mann. Und wenn... Muss ich euch helfen oder schafft ihr das, bis ich jemanden einen getötet habt? Ich bin ja stolz auf euch, Mann. Weil diese Rosen nehmen sind so schnell, Mann. Wieso mache ich den. Der macht mir mit seinen Scheiß. Das ist vor und für mich. Mit seinem MG-Feuer macht er mir mehr Schaden als ich mit meinen hier wunderschönen Schlagattacken, Mann. Kackroboter. So, wenn ich falsch anklicke. Oh. Ich habe ein Bild kaputt gemacht. Aber ich kriege einen Teil dafür. Okay, das ist schon mal sehr gut. Aber das erste Item machen wir schon mal. Speed Boost. So, und wenn ich das Falsche mache. Ich kippe jetzt einfach mal alle Bilder um. Frag mich nicht, ob das gut ist. Frag mich nicht, ob das was bringt. Ich mach's einfach. Let's do it. Den hat's scheinbar nicht gefallen. Verteidigen! Wieso geht Taste of Turner nicht mit Sprachbefehlen? Das würde die Sache viel leichter machen. Angriff! Verteidigen! Vernichten! Komm, lass mich durch ihn durch. Ich stehe eh gerade so schön. Naja, kann er mich eh nicht treffen. Er ist ein Maling, Mann, weil echt immer schlauerweise immer in die Ecke des Dungeons geht, wo ich ihn nicht die Ecke des Kampfes und wo ich ihn nicht angreifen kann. Gegner, die mitdenken. Das sind Sachen, die will ich ja gar nicht. So was will ich ja gar nicht. So, hello? Okay, den Raum verstehe ich nicht.
Schlimm ist, jeder Raum hat fast eine Bewandtnis, Mann. Okay. Vielleicht ist das wirklich jetzt mal ein Raum, der mir einfach nur schöne Bilder zeigen will und... Das war's. Okay, müssen wir nachhelfen. Alter, du wirst doch deinen Special Move einsetzen können. Demon Lightning Hammer, komm. Lightning Hammer tot zu Tode, Mann. So, jetzt machen wir erstmal eine Linie. Danke, dass du eine Linie machst. Das finde ich großartig von dir, dass du das ohne Verzögerung machst, wenn ich dir einen Befehl gebe, dass du den einsetzt. Schau dir an. Das Geile ist ja, wenn man die Spürbeschwörung macht, das geht ja innerhalb wirklich von einer Sekunde, Mann. Also, da gibt es keine Aufladezeit. Die gehen einfach. Aber irgendwie wollen sie halt nicht. Ich manage das schon, Farah. Kiel, hau ab, Mann. Was machst du eigentlich, Mann? Er wackelt da rum, Mann. Und wer ist schon wieder tot? Melody. Melody ist immer tot. Wir könnten mal kochen. Was haben wir denn? Calamari. Wer will kochen? Sehr schön. Immer in einem hat's geschmeckt. Ah, Skill. Oder noch besser, ich glaube, wir haben niemanden, der wiederbeleben kann. Aber wir haben genügend. Wasser des Lebens. So, Skill. Wieso heile ich eigentlich Reed, Mann? Reed hat immer voll Leben. Bei Reed, an Reed ist das nicht schade. Ich verstehe nicht, was diese Bilder sind. Egal. Soll mir wurscht sein. Das war easy. Das war echt zu easy. So, Level 2, Mann. Level 2, Mann. Oh, also wer mich immer da eingesperrt hat, Mann. Der, für den kann ich keine Gnade, Mann. Der wird massakriert, verstümmelt und... Hey! Ich hab's doch geschafft. Okay, alle Bilder sind jetzt andersrum. Nö, keine Lust, ich fliehe jetzt. Wenn ich mir das schon wieder anschaue, dann will ich hier schon wieder... Wir machen einen kleinen Cut, bis gleich. Bis gleich. So, frisch gestärkt, geht's nun weiter. Ich bin wieder bright, aber ich muss jetzt erstmal kurz mich erholen, Mann. Das hab ich gerade einfach fertig gemacht, Mann. Okay, wir können zwei Bilder bewegen. Wir haben aber keine Ahnung, wie wir sie bewegen müssen. Und wenn ich Stop sage, dann bleibt es Stop. Okay, nehmen wir den mal nach links. Also wir haben diese zwei Bilder. Wir wissen, dass man diese bewegen kann. Und ja, das ist das Einzige, was wir wissen. Und den kann ich noch bewegen. Ich bewege jetzt einfach mal alle nach links. Das Schlimme ist, ich habe halt null Hinweise. Gar nichts. Ich glaube... Vielleicht müssen alle nach oben zeigen, alle Bilder. Okay, das ist eine machbare Gegnerkombo. Die bekämpfe ich gerne. Also wir müssen irgendwie, ich glaube, dafür sorgen, dass alle Bilder nach oben zeigen. Das wäre jetzt mal meine Theorie. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe auch nicht nachgeschaut, muss ich echt sagen, weil... Ich dachte mir einfach nur kurz mal... Nein, Max. Trink erstmal einen Schluck und verdau das erstmal, dass dieser scheiß Dungeon dich zum Weißloop bringen will, aber nun gut. So, okay, der schaut nach links. Ist das gut? Ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Kann ich nach oben? Nö, wieso auch? Was habe ich denn noch zur Auswahl? Ich kann da hochgehen. Okay. Du willst immer nach unten. Jetzt schaut der nach links. Die schaut nach unten. Liebe Leute, was ist denn das? Alter, neue Gegner. Sehr schön. Kann der nicht mal so ein schöner... Ja, ich weiß nicht. Gibt's... In Telspielen gibt's nicht sowas Schönes, sowas wie...
so die Special gegen einen Final Fantasy, wo die einfach mal so auftauchen und super, super viel Erfahrung geben. Das gibt's hier nicht, oder? Kenne ich jetzt nicht. So. Apropos, dass ich nicht im Internet nachgeschaut habe, ich bin kurz davor, es einfach mal zu machen. Hey, was habe ich jetzt gemacht? Okay, der zeigt zur Seite. Die zeigt nach unten. Und der zeigt, glaube ich, nach links. Okay. Und in Gottes Namen, wie hätte ich da jetzt drauf kommen können, außer ich will das herumprobieren? Ist ja nicht, dass da irgendwo so ein Schriftrolle steht und sagt, ah, der Zeiger muss nach links, der andere muss nach rechts. Na gut, ich beschwere mich nicht, hauptsächlich ich hab's, Mann. Bam! So ist der Ring, Mann. So, aber wir müssen alles positiv sehen. Haben's gleich geschafft, Mann. Hast noch einen Rosana, das ist okay. Das heißt, mein Demon Lightning Hammer ein, bis ich gleich alle zu Kleinschrott verarbeitet hab, Mann. Und aus euren verdammten Schrauben und Einzelteilen mir meine eigene Rüstung machen mit dieser Rüstung. Leider, das müssen wir echt machen, Mann. Du nimmst alle Gegner vernichtest sie, reißt ihnen ihre Körperteile oder was auch immer aus, machst dir eine gigantische Rüstung davon und dann vernichtest du einfach den Boss mit einem Schlag, Mann. So, so gehört sich das, Mann. Okay, das ist ein geiler. Okay, gut. Da schon mal ein Sack. Oh, viele Galt. Ich bin Galt-Idee. So, it's volume 3. Stuck from around the world. Ich hasse Enden. It's volume 7. Eifrid's Guide to Sailing in Palace. Volume 7. Eifrid, King of the Adventure. And volume 5. Flowers of Eifrid. Okay, jetzt habe ich das Buch genommen. Returned. Volume 5. The Flower of Eifrid. Okay, die haben wir da reingetan. Ah, und dann öffnen sie uns gerne. Eifrid, der bekannte Pirat aus allen Teilspielen, der immer normalerweise die Schätze versteckt. Und so wie es aussieht, müssen wir auch hier seinem Schatzweg folgen. In Tales of Berseria hat der Eifrid das erste Mal wirklich eine richtige, also zumindest meines Wissens, einen richtigen Auftritt. Aber noch nicht ganz so ein gutes Ende. Ne, nö, gegen die Gegner komme ich kein Problem. Zwei Rosane sind scheiße. Und ja, Eifrid, wie gesagt, ein bekannter Charakter aus dem Tales-Universum. Immer für Boni gewiss. Bitte kommt jetzt kein Endfight am Ende dieses Dungeons, Mann. Bitte kommt jetzt erstmal ganz viel Cutscenes. So wie in dem Man, Mann. Einfach ein bisschen relaxte Erholung. So, war ich jetzt schon da drüben? Jo, eigentlich schon. Muss ich mir. Okay, Quacky. Quacky? Du bist die letzte. Sieben Rätsel, nein! Nicht mit dieser Engine. Nicht mit diesem, Spiel. Okay, gut. Den habe ich schon mal weggeschoben, Mann. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dann den. Ich weiß ja nicht, manchmal habe ich das Gefühl, ich muss was drücken. Manchmal habe ich das Gefühl. Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, ja. Warte, aber du schiebst jetzt erstmal den weg. Dann ziehst du den da. Ziehen, gell? Ah, nein, da stecke ich fest. Alter, Mann. Ich glaube, man kann sich hier echt in eine Zwangslage bringen, wo man einfach nicht mehr rauskommt. Nein, nein, nein. Das habe ich. Und das habe ich gerade gemacht. Okay. Nein! Was machst du da? So, pass. Quacky! Alter, ach, da ist noch eine Kiste. Ja, geil, Mann. Okay. Okay, warte. Das ist. Okay. Ich muss nur den. Diese wunderschöne Schiebe-Engine rausbekommen. Und jetzt hier runterziehen. Komm. Komm! Was? Nein, nicht in die Richtung. Nicht da hoch! Ah, ich hab's geschafft. Oh, geh weg! Warte, eine Kiste! Oh. Und da war's alles geschafft. Drei Parts. Und es hat mich nicht mehr speichern lassen vor diesem Fight. Okay, es lässt mich nicht mehr speichern. Gut, Boss haben wir jetzt auch noch, damit alles wirklich perfekt ist und das zum offiziell geilsten Dungeon überhaupt wird, Mann. Oh, ich hab so wenig Ausrüstung. Ja, okay, machen wir mit Blatt, Mann. Muss. Bitte hab nicht ganz so viel Leben. Und nicht so viele nervige Attacken wie Gnome. Gerade. Okay. Sie hat ein bisschen wenig SP, aber es ist erstmal wurscht. 30.000. Okay, noch 29.000. Ah, und zum Glück ist er verdammt schnell. So,
Ich glaube, wir werden sterben. Alter. Gar nicht unfair, oder? Gar nicht unfair. Ich fühle mich einfach wie ein Punching Boy. Aber Mary hat es schön gemacht. Die hat sich schön hinter ihn geschlichen. Bitte, wie viel Gela? Oh, okay, 15 Apfel-Gela haben wir. Ist okay. Mary geht down. Ich sag euch doch Reverse. Wieso kommt's hier dann alle? Ein Schaden? Okay, das ist immer gut, wenn ich einen Schaden mache. Mary, die, du bist so nix zu gebrauchen. Nicht, kein Wunder, dass die Welt untergeht. So, Skill, schauen wir mal. Eruption wäre geil, wenn du es hinbekommst, aber das wirst du nicht hinbekommen. Ja, was frage ich überhaupt, Mann? Ich lass dich sterben. Oder warte, du kannst doch live. Kannst du eigentlich. Wieso halte ich dann immer? So, jetzt. Mach mal, komm. Gescheites Skill. Genau, Eruption. Demon Lightning Hammer! Ich hau doch ab. Was wollt ihr eigentlich von mir? So. Okay. Gut. Alter, ich bin der Einzige, der flieht, Mann. Und trotzdem kommen sie alle auf mich. Trotzdem kommt er die ganze Zeit auf mich drauf. Aber das ist okay so. Okay. Aber nur, weil wir uns seit der Kindheit kennen. Hourglass, bestes Item überhaupt. Temporary Freezes Movement. Also, das ist im Endeffekt ein Freibrief, dass wir kurzzeitig einfach auf den Gegner draufhauen können. Heben wir uns aber definitiv auf, Mann. Es werden noch maligere Fights kommen, weißt du, oder? Auch nicht viel maliger. Aber ein wenig zumindest. Komm her, Frost Tiffany. Ja, und Static Mine, sehr schön. Jetzt wären die nicht schön. So, Mary, die stirbt wieder. Alle sterben. Gera. Skill. Life. Alter, nerv mich doch nicht, Spiel. Demon Lightning Hammer. So, jetzt ist sie schön außerhalb des Feldes. Das heißt, erstmal schmeißt du mir ein Item zu. Ein Apfelgel nehme ich. Dann als nächstes Skill. Und dann Eruption. Oder Airfest. Wo ist mein Item? Wo ist mein Item? Du dumme Kuh, Mary, die Mann. Wenn ich dir sage, du sollst mir ein Item zuschmeißen, dann ist das kein Witz, gell? Ich habe immer das Gefühl, die Leute denken, wenn ich den Befehl gebe, dann ist es so was Freiwilliges, was sie machen können. Ja, und wo ist mein Apfelgel? Ich warte ja nicht schon eine Stunde drauf. Alter, Mann, ihr habt eine Auffassungsgabe, Mann. Aber ernsthaft, Mann, ich denke mir wirklich, manchmal die Charaktere in dem Spiel, die wollen einfach mir nicht helfen. Und wieso Mary die immer auf die Gegner vorstürmt, Mann, ich werde es nie verstehen. Aber das ist alles okay, Mann. Was hat er jetzt noch? Okay, 8000, Mann. Letztes Drittel. Macht er nicht so. Ach, ich sage ihm gleich, er soll kein Aqua Edge mehr machen. Das ist viel zu schwach. So, jetzt spammt man ein paar gescheite Attacken raus, Mann. Ihr könnt es doch. Aber erstmal, Apfel geht wieder auf mich. Ich bin immer in der vordersten Linie. Der war schön. Jetzt erstmal mit Mary, komm, hau Eruption aus. So, müsste jetzt glatter Wasser des Lebens geben. Komm. Du setzt es jetzt sofort ein. Ohne dass du irgendeinen anderen Scheiß machst. Ohne dass du jetzt irgendein. Wieso kann ich es jetzt nicht mehr machen? Okay. Also Leute, Mann, wenn die Welt auf die Schulter dieser Charaktere liegt, Mann,
dann würde ich die Welt lieber aufgeben. Mal ganz ernsthaft, Mann. Jetzt mal ganz ernsthaft, schau dich die Sonne. Ich sag meinen Charakteren. Okay, setz es ein. Nö. Ich habe jetzt... Genau. Beim dritten Befehl hat sie es mal akzeptiert, dass sie was machen soll. Beim dritten Befehl. Das ist so lächerlich. Ja, spread, schon. Schon. Zwei hätte ich viel lieber Undine beschwert, aber... Also, wir haben es geschafft. An Leben, an erhalten Erfahrung, Mann. Und das ist das Wichtigste, Leute. Wir haben den madigsten Dungeon in diesem Spiel geschafft. Also, ich hoffe es. Okay, Leute, der kommt noch vor den Dungeon mit Gnome. Also, den zwei schlimmsten der Wald ist immer noch auf Platz 1. Also, beim nächsten Mal werden wir ja rausgehen und hier nie wieder zurückkehren. Bis zum nächsten Mal, dann haut rein und wir sehen. Ciao.